Im Winterwald vor einer alten Hütte im Schnee liegt ein kleiner brauner Teddybär. Er friert und hat Angst. Sein Fell ist pieksnass. Er ist aus dem Schlitten gefallen, als der Weihnachtsmann den Berg heruntersauste. Nun werde ich Weihnachten nicht bei einem Kind sein, denkt der kleine Bär verzweifelt. Er wird immer trauriger. Doch plötzlich geht die Tür der alten Hütte auf. Und ein Mann kommt heraus. Er findet den kleinen Bären. Behutsam hebt er ihn auf und trocknet ihn mit seinen Fellhandschuhen. Dann bringt er ihn zu dem Kind, das dort in einem Bettchen liegt. Das Kind lacht und drückt den kleinen Bären an sich. Da wird es ihm ganz warm und er spürt, dass das Kind ihn lieb hat. Vor Glück singt er leise. Ich wusste gar nicht, dass ich singen kann, denkt der kleine Bär.